habe von Iratsch auch seit Jahren nichts mehr gehört gefühlt. Ich gucke einmal im Jahr random ein Iratsch-Video und dann ist es immer wieder, dann habe ich den auch nicht mehr auf dem Schirm. Wenn ich einen YouTuber mit I auf Listen aufzählen müsste, dann wäre Iratsch, glaube ich, nie, ich würde es immer vergessen. Hey Girl. Vielleicht schaue ich doch öfter mal in Iratsch-Videos. What's your name? Ich muss dich unbedingt kennenlernen. Ich habe wenig Zeit, weil mein Flug in einer Stunde geht. Deswegen müssen wir uns etwas beeilen. Es wird jetzt wie folgt laufen. Wir werden unsere Nummern austauschen und am Flughafen werde ich mich bei dir melden. Okay. Hier kannst du deine Nummer eintragen. Jetzt kann ich eh nichts anderes messen. Wieso hat das funktioniert? Ladies. Hello sexy. Hello sexy, ich habe eine Frage. Ja, dann frag mich doch mal. Wollen wir Nummer tauschen? Ja. Okay. Woher kommst du? Aus Düsseldorf und du? Aus Frankfurt. Frankfurt? Ja. Wenn du aus Frankfurt kommst, dann doch leider nicht. Hä, wo ist der denn aber? Auf Malle? Wieso sprechen da so viele Deutsch? Damn! Ja, ja. Where are you from? France. France. Ah, ça va? Nee. Ah, oui, ça va. Ja, man muss dazu sagen, er sagt, anmachen, die nicht klappen dürfen, aber es tut. Iratsch ist halt auch ein attraktiver Mann, ne? So, der kommt ja auch einfach bei vielen Frauen gut an. Da kann er ja quasi alles machen, so. Just type your number in. Ich finde dich super. Magst du Katzen? Ich liebe Katzen. Ich habe damals Katzenbabys aus dem Haus gerettet, das weiß ja, jeder. Ich glaube, ich habe meinen Traum angefunden. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Iratsch und ich gehen jetzt. Das Haus hat gebrannt. Ich habe die alle rausgeholt. Die leben jetzt wieder alle. Ich habe auch zwei Katzen. Perfekt, ich würde die auch retten. Die brauchst du nicht retten, denen geht's schon gut. Ich würde sie von dir retten, vielleicht. Sorry, Ladies, ganz kurz. Ich habe jetzt gesehen, wie du mich so ein bisschen angeguckt hast, als ich hier stand. Kann das sein? Also eigentlich war ich ein bisschen verpeilt und habe gerade wegen den Bildern, die wir gemacht haben, so ein bisschen. Aber du hast ein bisschen in meine Richtung geguckt. Dann antworte ich ehrlich, nein, ich habe nicht hingeguckt. Aber jetzt, wo du guckst, was denkst du? Was denke ich? Digga, Bro, er cringet sich komplett weg. Er ist so, ach du Scheiße, soll ich mir davon jetzt abschauen oder nicht? Wenn du braune Augen hast, ein bisschen dunkler als meine. Das stimmt. Ja. Aber ich muss dir ganz klar sagen, ich habe eine Freundin und deswegen geht das für mich gar nicht, okay? Und da wird nichts laufen. Wie heißt du? Shirin. Shirin, pass auf, ich habe dich von Weitem gesehen und ich wusste, ich muss diese Chance nutzen. Deswegen musst du mir unbedingt deine Nummer geben. Ich werde dich am Flughafen anrufen. Du hast sie ihm gegeben, ich gebe sie ihm nicht. Ich kann meine Vergangenheit nicht ändern, doch meine Zukunft. Und meine Zukunft soll mit dir sein. Gib mir deine Nummer. Hurra. Wieso macht sie es auch? Ich glaube, bei fast jedem anderen würde dann jemand so nicht drauf reagieren. Wieso funktioniert das? Hast du eine Wette verloren? Ich verliere keine Wetten. Ich gewinne immer. Das funktioniert einfach nicht. Du bist sehr attraktiv. Wir können wahrscheinlich auch mal gute Freunde werden. Aber mehr wird da nie laufen. Das musst du akzeptieren. Wie kommst du jetzt auf sowas? Sind wir Freunde? Klar, wenn du das möchtest. Wenn du willst, gehe ich mit dir durch dick und dünn. Aber da wird nie mehr laufen. Und ich erwarte von dir, dass du mir jetzt versprichst, dass du dich nie an mich ranmachen wirst oder so. Ich kann ein super Freund sein. Ich bin bei meinem Vater und meinem Bruder aufgewachsen. Ich bin quasi oftmals der Kumpeltyp. Dann bist du jetzt meine beste Freundin. Warum machst du eigentlich einen Ohrstöpsel? Ich telefoniere. Oh, und mit wem telefonierst du denn? Mit meiner echten Freundin. Ich zeige dir, ich bin treu. Das ist süß. Ja. Das ist süß. Manchmal verstehe ich auch einfach Frauen nicht, Bro. Wie heißt du? Ich bin Katie, also Kathleen, aber alle sagen Katie. Ja. Katie, darf ich dich eine Sache fragen? Ja. Bist du noch zu haben? Nein, ich habe auch einen Freund. Das war ein Test. Hast du bestanden? Dann sind wir jetzt beste Freunde. Komm, wir drücken uns einmal. Ja. Boah, ist das cringe. Du bist mein Bro. Ja, bei mir genauso. Weißt du, manchmal ein bisschen hier, manchmal aber ein bisschen da. Ja, ist immer schwer zu sagen, also hier oder da oder hier. Das ist alles irgendwie gut, ja? Am Ende des Tages ist es einfach, dass du jedes Mal schätzt, wenn du hier bist, weil du weißt nie, ob du jemals wieder da bist. Alles, was du so machst und sagst, alles Hand und Fuß. Natürlich. Junge, das ist ja unglaublich. Es hat alles Hand und Fuß, weil du musst dir vorstellen, was wäre der Fuß wert, wenn du keine Hand hättest? Weil mit der Hand machst du alles, was der Fuß nicht kann. Aber der Fuß ergänzt perfekt die Hand. Es ist eine Symbiose. Es sind Energien, die perfekt zusammenspielen und das ergeben, was wir heute sind. Verdammte Scheiße! Egal ob hier oder da, wir haben Hand und wir haben Fuß. Wir sind hier und wir wissen nicht, wie lange noch. Doch wir machen verdammt nochmal das Beste draus. Lebe Arm dran, Alter. Ich wollte unbedingt... Deep, Bro, deep, deep. Wissen, wie dein Name ist? Den kann ich dir leider nicht verraten. Weißt du denn auch nicht? Nee. Weißt du zufällig jemanden, der das weiß? Könnte ich dich mit deiner Mutter erreichen? Und dann würde ich auch direkt fragen, ob das okay wäre, wenn ich dich eventuell in 2 Jahren heiraten würde. Dann würde ich, glaube ich, zur Verlobung langsam gehen. Wenn ich auch merken würde, okay, diese Frau, die kann jetzt überhaupt nicht mehr ohne mich. Dann würde ich dich ein halbes Jahr später heiraten. Wir hätten 2 wirklich sehr glückliche Jahre. Und dann würde ich dir das erste Mal aus Versehen fremdgehen. Also ich bin ehrlich. Ich will direkt... Alles offenlegen. Ja, aber ich bin auch ehrlich, ich stehe eher so auf Frauen. Ui. Da klappt's dann doch auch eher nicht, Iratsch.
Wollt ihr euch vielleicht freimachen? Für was? Wollen Sie sich vielleicht freimachen? Warum? Sollen wir uns vielleicht alle freimachen? Wie freimachen? Frei von dem Stress bei den Mobilfunkanbietern. Ihr kennt das. Man steht ständig in der Schlange an, hat Papierkram. Bei Frank hast du es nicht. Das hat halt den Vorteil, es ist alles in einer App. Ihr habt nur einen Tarif. Kurz Werbung reingemacht. Monatlich kündbar. 7 GB Datenvolumen. Nur 10 Euro. Achso, ne, ich wollte nur sehen, welchen Mobilfunkanbieter du hast. Telekom. Kennst du zufällig Frank? Frank ist im schnellsten Netz der Telekom. Mit LTE, mit all in der Telefonie und SMS-Flat. Sorry, we don't have time. We try to find the... Hey, we're speaking German. Doesn't matter, I'm sorry. Mit Esel bist du innerhalb von 30 Minuten online. Also, Bro, er labert einfach random Leute auf der Straße an. Hast du schon vergeben? Ja, bin ich. Danke. Nein, ich meine einen Handyvertrag. Hast du schon einen Handyvertrag, ja? Eine coole Sache ist, ihr habt ja, hab ich gemeint, hab ich schon. For Friends, da könnt ihr für Freunde werben und bekommt Datenvolumen dauerhaft dazu. Jetzt kommt das Beste, wenn du den Code ERATCH2 eingibst, bekommst du 2 GB dazu. Ist das nicht ein nices Angebot? Super nices Angebot. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich hab so Schmerzen. Mir ist es unangenehm, wenn Niklas die Leute aus dem Discord nicht schnell genug rausmovst und ich noch 3 Sekunden mit denen reden muss. Er macht das. Ladies, have a beautiful day. You are very pretty and I think I love you. Okay, what's your name? Julie, what's your name? My name is Irish. Hi Irish, where are you from? I'm from Germany. You're here with friends? No, I'm alone. Wow. I'm just searching for the real love. And I think I just found it. Sorry. Das ist so eine Gabe, die ich habe, dass ich sehr ehrenvoll bin. Ich habe zum Beispiel auch viele kleine Katzenbabys erst letzte Woche zum brennenden Haus gerettet. Wie heißt du überhaupt? Melan. Und du? Ich heiße Irac. Irac? Ja. Okay. Falls du mal in einem brennenden Haus bist. Dann schreit einfach Irac! Und dann kommst du. So, you have to tell me your number. Well, may I see your eyes first? Okay, you're handsome. Aber wenn das wirklich passiert, musst du mir jetzt deine Nummer geben, damit ich dich... Digga, wieso hat der so Riss? Es ist insane. Es ist actually insane. Anrufen kann. Ja, kann ich machen. Warum nicht? Ich kann aber mal gucken, ob man schreibt oder nicht. Exactly. Exactly. So, what's your number? Can you type it in? Yes. What's your name again? Irish. Irish. Wenn man gut aussieht, muss man gar nicht gut Anmachsprüche machen können. Er kann einfach so reingehen. I love you. You're a nice man. Oh mein Gott, Schmerz. Die geht einfach in Dunks-Joggen, Junge. Wisst ihr mal, wie hoch sie springen muss, damit sie bei ihm einschlagen kann, Digga? Er macht so hoch wie möglich. Ja, ganz kurz noch, ich wäre aber noch Jungfrau. Ist das das Problem? Hm? Ich bin Jungfrau, ist das das Problem? Ich will das nicht so laut sagen. Ja, Alter, gibt kein Problem. Ich melde mich einfach, ja? Danke dir. Ciao. Okay, wir haben das jetzt. Also, was hat die Szene jetzt hier zu suchen? Kannst du ein Foto von uns machen? Ja, klar, gerne. Aber was, ich kenne dich nicht, ich vertraue dir jetzt mein Handy an. Bitte renn nicht weg, okay? Okay, okay. Bitte. Ja, ich sag's. Wirklich? Natürlich renne ich nicht weg. Okay. Also, wollt ihr den Sonnenuntergang drauf haben, oder? Jetzt bitte rennen. Ein paar aber am besten, oder? Okay. Das wäre auch mal nice, wenn ihr einmal eins so macht, wo ihr springt und ich fotografiere in der Luft. Auf 3, ja? 1, 2, 3. Auflösung auf dem Zweitkanal. Er ist nicht wiedergekommen. Ah, das war cringe, Mann. Das war cringe. Das war unangenehm.